Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Evolin 2. Und wir begeben uns in den Hain. Ihr wünscht, den Heiligen Hain zu betreten? Leider ist das gewöhnliche Mensch nicht möglich. Aber wartet. Ja da, ihr seid nicht zur Gänze Mensch. Wer, ich? Was wollt ihr damit sagen? Ich kann es kaum fassen, doch in euren Adern fließt Nymphenblut. Also verfügt ihr bestimmt über gewisse Kräfte. Habt ihr euch nie gefragt, warum? Ich? Eine Nymphe? Ihr selbst seid keine Nymphe. Ihr müsst aber einen in eurer Familie haben. Einen in meiner Familie? Ja, um den Heiligen Hain zu betreten, müsst ihr sie finden. Aber das ist unmöglich. Meine Familie, mein gesamtes Dorf ist... Denkt nach. Dieses Mädchen muss irgendwo Familienangehörige haben. Um den Heiligen Hain zu betreten, müsst ihr diese Nymphe finden und eine von ihren Tränen besorgen. Ihr Familienangehöriger. Wurde nicht alle gesprengt? Boah, denk nach, ja, denk du nach. Keine Ahnung, soll ich jetzt wissen, wer ihr Familienangehöriger ist? Fahren wir halt zurück, ne? Dem Getier können wir nicht runter. Ist aber auch nicht so schlimm. Den lassen wir einfach da. So, können wir den direkt auf unsere Insel zurück in diesem Zeitalter? Natürlich nicht. Wir müssen bitte hier rauf. Durch die Zeit. Ja, ja. Was haben wir hier noch? Was Wichtiges. Oder eher weniger. Noch eine Totoro-Statue haben wir hier. Oh je, oh je, oh je. Das wird ein Gespringe durch die Zeit. So. We better go back in time. So, wir sind in der Vergangenheit. Das heißt, Dämonia ist wieder da, ne? Was hat das zu bedeuten? Ihr klingt überrascht, Oberst. Überrascht? Aus eurem Munde, Magnus, ist es keine Überraschung. Aber ihr? Wie konntet ihr nur? Ehrlich, Oberst. Los, kommt. Versucht, meinen Leutnants keine Angst einzujagen. Ich werde es bald brauchen. Euren Leutnants! Sie gehören zum Kaiserreich. Die Zeiten ändern sich, Oberst. Ich habe eurem großen Kaiser lange gedient. Aber das war einmal. Jetzt ist meine Zeit auf dem Thron gekommen. Ich habe beschlossen, hier mein eigenes Reich zu gründen. Ihr seid ja irre. Ihr habt nichts weiter als ein paar Dutzend Soldaten. In ein paar Monaten kommt der echte Kaiser mit seiner Armee. Gegen ihn habt ihr keine Chance. Macht euch um mich nicht zu viele Sorgen, Oberst. In der Zwischenzeit werde ich Dämonen erobern und die letzten Dämonen vernichten. Und meine Armee wird es mit der des Kaiserreichs aufnehmen. Aber wie? Ich werde nicht all meine Geheimnisse enthüllen, Oberst. Und jetzt entschuldigt mich bitte. Ich muss einen Kontinent erobern. Kann man sich auch mal als Ziel setzen, ne? Verräter! Okay. Hätte kurz abgeschossen. Ich muss sie aufhalten. Ja, ich würde gerne mitkommen. Soll ich schnell? Wir müssen schnell handeln. Dämonia ist noch nicht gefallen. Noch kann ich meinem Volk helfen. Entschuldigung. So, wir machen uns auf den Weg. Dämonia muss gerettet werden. Ich kenne euch. Ihr seid aus dem Kolosseum geflüchtet. Wie war noch gleich euer Name? Ach genau, Solid Snail, stimmt's? Was macht ihr hier draußen?
Ach so, aber klar doch. Wie sonst würdet ihr ihn wollen, wenn ihr einen Prinzen von Dämonia bei euch habt? Lasst uns passieren. Diese Bekämpfung ist leider zwecklos. Ihr braucht eine Armee, um nach Dämonia zu gelangen. Selbst ich bin momentan machtlos. Es gibt da eine Möglichkeit. Wir können uns mit dem Kaiserreich zusammentun. Niemals. Ein Bündnis mit Dämonia? Lächerlich. Anders geht es nicht. Wenn wir den Magnus nicht aufhalten, was breiten sich die Kämpfe aus? 10.000 werden sterben. Zumindest haben wir das in der Schule gelernt. Wir müssen den Magnus aufhalten, ehe er Dämonia erreicht. Um ein Bündnis ist der einzige Weg. Wir müssen Dämonia unbedingt erreichen, bevor es zu spät ist. Und wenn ich mich dazu mit dem Kaiserreich verbünden muss. Zumindest vorübergehend. Einverstanden. Dalkin? Unmöglich. Ich kann nicht. Meine Befehle. Wir befinden uns im Krieg mit Dämonia. Vielleicht, aber der Magnus hat diesen Krieg begonnen. In der Hoffnung, Dämonia für sich selbst zu erobern. Und ihr wollt trotzdem blind Befehlen folgen? Ihr solltet wissen, dass Befehle zum Wohl des Kaiserreichs umgangen werden können. Ich kann nicht gegen Befehle verstoßen. Tja, Dalkin zu überzeugen wird nicht einfach. In meinem Zeitalter ist er dafür bekannt, die Armee im Kampf gegen den Magnus angeführt zu haben. Es war ein echtes Blutbad mit tausenden Opfern auf beiden Seiten. Deshalb trägt er den Spitznamen Dalkin der Rote. Nach seinem Sieg, wenn man es so nennen kann, verließ er das Militär. Vermutlich ist er in meiner Zeit noch am Leben. Wo er jetzt wohl ist? Wir müssen ihn überreden, uns durchzulassen. Ich muss meinem Volk Hilfe bekommen. Warum nimmt er unsere Hilfe nicht an? Es ist die beste Lösung. Ich kann mich nicht mit euch verbünden. Ich habe meine Befehle. Ja, okay. Ja, das ist ja wohl der absolute Wink mit dem Zaunpfeil. Von wegen, wir müssen... in ihr Zeitalter... also quasi in die Zukunft... Ja, ja, ist okay, ich hab's verstanden. Na los, rutsch durch die Zeit. Da können wir mal eben was nachgucken. Wir sind jetzt gerade... Hier ist der Mond ja schon zerstört, das bringt uns nichts. Das ist useless, das bringt mir nichts hier. Ich kann mal eben ins Sturmtal gehen. Ne, er ist hier noch am Schrauben, von wegen. Das bringt mir auch nichts. So, wir legen hier ab. Dann würde ich gerne die Segel setzen. Und gehen zum anderen Militär, den wir haben. Verfluchte Insel. Hey Jungs, wie geht's euch? Ich muss nur eben durch. Besser durch die Zeit reisen. Ja, ja, hey, ist okay. Zeitreise, ja. Zukunft. Wir gehen die Flugmaschine abholen. Ich kann sie besetzen. Hier nach oben müssen wir. So, das sieht doch schon ganz anders aus, das Sturmtal. Eine tolle Windmühle hier. Er hat ein neues Grab bekommen. Hallo, ich habe euch hier in der Kirche noch nie gesehen. Seid ihr neu hier? Gebt mir etwas Platz, ich trainiere. Ich will so stark werden wie Walle, der Held unseres Dorfes.
solche Oberarme. Seit eurem letzten Besuch hat sich die Lage ziemlich geändert. Vielleicht haben wir euch das zu verdanken. Aber ihr wisst ganz genau, dass das keinen großen Unterschied macht. Guck mal, ein Händler. Aha. Hallo, guten Tag. Jawohl, da hinten, ne? Das ist das Masterschwert, das zweite kann ich gerade nicht zuordnen. Das da unten ist das Schwert von Cloud. Dann haben wir das Schild von Captain America, den Schild von Link. Game of Thrones Schild, oder? Was ist das? Ich glaube schon. Such dir was Bestimmtes. Wir verkaufen alle möglichen Gegenstände. Gut kaufen. Alles klar. Findet alle Truhen. Eingriff plus 6. Ja, den möchte ich gerne kaufen. Um alle Truhen zu finden. So. Ah, können wir uns jetzt leider nichts mehr leisten. Doch, ich kann den Sheet verkaufen. Verlassen. Was habe ich denn an? Warum trage ich denn die Bronzerüstung? Ich habe doch eine silberne, oder? Ich habe keine silberne Brustplatte. Das ist schade. Die hätte ich gerne. Naja, gehen wir weiter. Höher steigen. Was haben wir hier? Eine Kiste. 13 von 30 Sternen. Ich glaube, wir haben nicht alle eingesammelt. Da wird wohl irgendwo was verschollen sein. Hallo, guten Tag. Ach so. Das Dorf ist ja nur minimal hier ausgebaut. Ich habe die Hauptstadt verlassen, um hier zu leben. Die frische Luft, die Ruhe am Berg sind einfach etwas ganz Besonderes. Schade, dass die meisten Leute nicht verstehen, aber umsonst... Sonst würden alle hierbei strömen. Es wäre nicht mehr so friedlich. Das ist ja in Ordnung so, dass das nicht alle machen. So. Da ist der Chef drin. Hallo. Braucht ihr ein Zimmer? Halt! Wartet! Ihr seid Walle. Ist korrekt. Jawohl, der einmalige Walle. Ja, die Geschichten stimmen also. Seid ihr hier, um das Versprechen des großen Erfinders Sid einzulösen? Chlor. Was gibt es? Hier! Yeah. Pfui, ein Dämon. Nichts, mein Herr. Rein gar nichts. Wie soll ich sagen? Also wisst ihr, wie sich herausstellt, hat der große Erfinder Sid eure Flugmaschine tatsächlich gebaut. Und wir haben sie auf den Gipfel des Alpha gebracht, damit sie niemand stehlen kann. Doch sie scheint verschwunden zu sein. Es tut mir so leid. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Sie war dort oben auf dem Berg und dann hat sie sich einfach in Luft aufgelöst. Doch niemand wurde beim Betreten der Höhle beobachtet. Es tut mir so leid. Es ist schon merkwürdig, dass jemand einen solchen Diebstahl gelingen konnte. Solid Snail. Ich möchte mich nochmals entschuldigen. Hey, ich weiß, es ist keine große Hilfe, aber ich kann euch eine Forschungsgenehmigung für die Ruinen der Magie in der Nähe erteilen. Sie bergt eine große Truhe, die noch niemand öffnen konnte. Für den berühmten Walle sollte das ein Kinderspiel sein. Ruinen der Magie? Eine rätselhafte Truhe? Ich bin dabei. Los, Walle, gehen wir. Jawohl, wir machen uns auf den Weg. Hier runter und hier runter. Und ich kann wieder rüber. Jetzt ist die Frage, müssen wir rüber oder runter? Aha! Truhe. Mana, jawohl, 100% nachhaltig, umweltfreundlich und glutenfrei. Das hört man doch gerne. So, dafür gehen wir jetzt hier runter. Ist ein toller Fund. Der Beschriftung zufolge muss ihr Inhalt sehr kostbar sein. Könnte es das Fragment sein, nach dem wir suchen? Zuerst müssen wir herausfinden, wie man sie öffnet.
Schon wieder. Zimmergelied scheint anders zu sein. Ich mache mir Sorgen, dass er uns an einen gefährlichen Ort senden könnte. Was, wenn wir auf einem Vulkan oder auf einem Meeresgrund landen? Was meint ihr? Sollen wir es riskieren? Ja. Ganz wie ihr meint. Ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ne? Und wir kommen wohin? Ach du Scheiße, ist das alt. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Nach meiner eigenen Zeit sieht es auf jeden Fall nicht aus. Boah! Unglaublich! Was gefunden, Claudia? Ein Wunder ist geschehen. Wir sind tatsächlich im Zeitalter der Magie gelandet. Seid ihr sicher, Fräulein Claudia? Selbstverständlich bin ich sicher. Die Steine stammen unverkennbar aus dem Zeitalter der Magie. Aber seht sie nur an. Sie sind wie neu. Frisch gehauen und bestens in Schuss. Womöglich stoßen wir auf Magie selbst. Oh, ich kann es nicht fassen. Wie lange habe ich davon geträumt, eine Antwort auf all meine Fragen zu finden. Und jetzt ist es möglich. Welche Fragen schweben euch vor? Es gibt so viele. Wo soll ich anfangen? Woher ihr Wissen stammt? Woran sie glauben? Vor allem, warum sie auf solch mysteriöse Weise verschwanden? Ihre Zivilisation hat so viele Wunderwerke hervorgebracht und schließlich waren sie sogar in der Lage, durch die Zeit zu reisen. Was da wohl passiert ist? Wir werden es wohl herausfinden müssen. Ich hoffe, es ist hier nicht die Rede von einer großen Katastrophe. Fräulein Fina hat recht, wir sollten dieses Zeitalter lieber selbst erforschen. Ist das ein Traum? Nee, ich glaube nicht. So. Errungenschaft erzielt, Old Times. Das ist ein Bild von dem ersten Gameboy. Ach schön, aber wir beenden die Folge jetzt an dieser Stelle. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.